seit über 70 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Das fängt ja schon gut an heute, an dem Jubiläum. Wie kann man ein Jubiläum besser beginnen als mit Tanz, mit toller Musik und der Botschaft: Jeden Atemzug, den ich tue, mache ich in dir, Jesus. Fantastisch, oder? Ganz herzlich willkommen, Sie dürfen gerne Platz nehmen. Ich glaube, wir bleiben beim bequemeren Du. Ihr dürft gerne Platz nehmen und ich heiße euch ganz herzlich willkommen. Ich bin Jürgen Singler, darf euch durch diese Veranstaltung führen. Meine Verbindung zum Missionswerk Karlsruhe besteht sonst darin, dass ich die neue Gebetssendung moderieren bzw. produzieren darf. Also da sind ganz enge freundschaftliche Kontakte vorhanden. 20, 40, 60. Was feiern wir heute? 20 Jahre Fertigstellung der Christuszentrale. 20 Jahre in diesem wunderschönen Gebäude mit inspirierenden Gottesdiensten, packenden Konferenzen und Gebetsnächten mit außergewöhnlichen Rednern aus der ganzen Welt. Definitiv ein Grund zum Feiern und fröhlich sein. Habe ich was Falsches gesagt? Hier vorne ist so großer Lach. Zentrale. Eine Kathedrale ist immer auch eine Zentrale, aber ich nehme alle Korrekturen hier live gerne entgegen. 40 Jahre Vollzeitdienst für Daniel Müller. 40 Jahre sich um Menschen kümmern, Daniel. 40 Jahre lang sich auf Predigten, Gottesdienste vorbereiten, im schlimmsten Fall laufen dann auch noch die Kameras. 40 Jahre für die Infrastruktur des Missionswerks da sein, 40 Jahre schlaflose Nächte, na gut, da reden wir nachher drüber. Und 40 Jahre in dieser Zeit auch noch eine Ehefrau gefunden, auch darüber reden wir noch. Beifall immer und gerne an jeder Stelle. Und Daniel, tatsächlich, auch du wirst mal 60 Jahre, aber da sind wir noch weit weg davon. Das feiern wir, ich würde mal sagen, mehr prophetisch heute. Das kommt irgendwann im Laufe der Zeit. Also nochmal, auch im Namen des Missionswerks und der Gastgeber Isolde und Daniel Müller möchte ich euch herzlich willkommen heißen, auch euch, euch sie am Livestream und an den Telefonen. Herzlich willkommen, feiert mit uns hier in der Kathedrale. Ich weiß das ja, aber, jawohl, ich weiß, dass ihr aber nicht zum Feiern eines Gebäudes gekommen seid. Das wäre gut, aber es wäre viel zu wenig. Ihr seid da, weil euch mit dieser Kathedrale, sagt niemand Zentrale, weil euch mit dieser Kathedrale ganz viele tolle Gotteserfahrungen verbindet. Deswegen sind wir da, deswegen feiern wir und dafür werden wir unserem Herrn noch danken. So, wir haben es verstanden. Und was mich sehr freut, ganz kurzfristig, ihr werdet mit dem, was ihr im Missionswerk tut, wahrgenommen. Was für ein großartiger Tag für das Missionswerk Karlsruhe. 20-jähriges Jubiläum der imposanten Christuskathedrale, wenn das mal kein Grund zum Feiern ist. Sehr geehrtes Ehepaar Müller, sehr geehrte Festgemeinde, einen besonders herzlichen Gruß darf ich Ihnen heute Morgen im Namen der Stadt Karlsruhe überbringen. Zu Ihrem Jubiläum gratuliert Ihnen die Stadt ausdrücklich, verbunden mit unserem Dank für alles, was Sie Gutes in Karlsruhe und weltweit angestoßen und bewirkt haben. Sie haben das Leben von vielen Menschen begleitet, geprägt und verändert. Vielen Dank dafür. Wir wünschen Ihnen weiterhin diesen Pioniergeist, diese Tatkraft und diesen sichtbaren,
aber auch ganz im persönlich wirkenden Erfolg. Gestatten Sie mir zu den offiziellen Grüßen der Stadt Karlsruhe noch ein paar persönliche Worte. Es freut mich sehr, dass Sie Ihre Arbeit auf den Herrn aller Herren ausgerichtet haben. Daher grüße ich Sie sehr herzlich mit einer meiner Lieblingsstellen im Wort Gottes, nämlich mit Jesaja 45. Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet, all ihr Enden der Erde. Denn ich bin Gott und sonst keiner. Ich habe bei mir selbst geschworen, aus meinem Mund ist Gerechtigkeit hervorgegangen, ein Wort, das nicht zurückgenommen wird. Ja, mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge schwören. Nur in dem Herrn wird man zu mir sagen, habe ich Gerechtigkeit und Stärke. Lieber Daniel, nun darf ich auch zum vertraulichen Du übergehen. Nachdem du ja ebenfalls heute dein 40-jähriges Dienstjubiläum und dazu auch noch deinen 60. Geburtstag feierst, darf ich dir auch dazu von Herzen gratulieren. Mögest du im Segen des Herrn aller Herren alle großen und kleinen Herausforderungen gelassen und frohgemut meistern können und möge die Freude am Herrn deine wahre Stärke sein. Herzlichen Dank auch dir und deiner lieben Frau für allen Dienst. Möge er eine wohlklingende Symphonie zum Ruhm des Allmächtigen sein. Herzliche Grüße und Ihnen allen ein frohes Jubiläumsfest. Eine frohe Sinfonie wünscht er sich für euch in Karlsruhe und das macht er an euch fest, liebe Isolde, lieber Daniel. Und das feiern wir heute. Wir haben Ehrengäste. Pastor Alan Platt und seine Frau Leana, seid ganz herzlich willkommen. Sie stammen ursprünglich... Sie stammen ursprünglich aus Südafrika, leben aber jetzt in Florida, zurzeit in Florida. Ihr seid extra für uns gekommen, fantastisch, herzlich willkommen. Und Alan wird nachher die Jubiläumspredigt halten, da bin ich auch sehr gespannt und freue mich drauf. Und wir haben Gäste aus der Schweiz, Adriano und Helene Pavan und die Tochter Jacqueline. Seid ganz herzlich willkommen aus der Schweiz. Auch sie verbindet was Besonderes mit der Mission. Könnt ihr aufstehen? Ist das arg mühsam für euch? Seid so lieb. Die beiden etwas älteren Herrschaften wurden nicht von Daniel Müller getraut, auch nicht von Siegfried Müller, den ich hier herzlich willkommen heiße mit seiner Frau, sondern, jetzt passt auf, von Erwin Müller, dem Vater von Siegfried Müller. So lange Tradition gibt es hier schon. Er hat euch getraut und es hat scheinbar gehalten, oder? Herzlich willkommen zu unserem Jubiläum. Und ich möchte natürlich noch die Agentur David herzlich willkommen heißen, benannt nach ihrem Gründer David Wessler. Siegfried und David, darf ich euch bitten aufzustehen. Martin Sass ist der zweite Geschäftsführer und Anna Richards ist eigentlich die Frau, die im Hintergrund die Fäden zieht, so kann man das sagen. Herzlich willkommen, ihr dürft auch gern wieder Platz nehmen. Das ehrt uns, dass ihr alle gekommen seid und zeugt von eurer Verbundenheit und Wertschätzung dem Missionswerk gegenüber. Was wäre ein Gottesdienst ohne eine Zeit des Lobpreises? Eine Zeit, wo wir Gott danken für das, was er in unserem persönlichen Leben getan hat. Natürlich, was er hier im Missionswerk getan hat, wo er Menschen verändert hat. Wie viele Menschen sind hier gesessen und haben das Wort Gottes gehört, haben Gebet empfangen und Lebensveränderung. Und das ist das Wichtigste bekommen. Und dafür wollen wir Dank sagen. Wir wollen Dank sagen, wir wollen Gott ehren, wir wollen ihn wertschätzen, wir wollen uns unsere Liebe ihm gegenüber zum Ausdruck bringen. Vielen herzlichen Dank. Ja, es ist so wunderbar, dass ihr alle gekommen seid. Ihr dürft stehen bleiben, Moment noch. Das ist ein Jubiläumstrimmdich-Gottesdienst.
Herzlich willkommen auch von meiner Seite, von unserer Seite. Der Jürgen hat es ja schon richtig gut gemacht, die ganzen Willkommensansprachen. Aber wir wollen, bevor wir weitermachen, und wir haben ein großes Programm heute, ihr müsst ja erst morgen wieder arbeiten gehen, ist ja keine Sorge. Ja, wir wollen für diese Post beten, die eingegangen ist von Zuschauern, von euch hier heute Morgen oder auch über E-Mails. Und da wollen wir jetzt beten, denn Gott erhört Gebet. Und wenn wir jetzt 20 Jahre fertige Christuskathedrale feiern, ist doch schon viele, viele Jahre mehr, wo wir unterwegs sind. Aber ihr Lieben, ein Hauptpunkt ist der, dass Gott lebendig ist, dass Gott wirkt, dass Gott immer noch derselbe ist und auch heute, und er wird es auch bleiben. Und das ist es wert, dieses zu tun. Und Herr, ich danke dir dafür, dass du jedes Gebetsanliegen hier kennst, dass du alles weißt, Herr, was hier draufsteht. Ich danke dir, dass du Wunder über Wunder tust. Danke, Herr, dass du Gebete erhörst. Herr, danke, Herr, dass du auch die Situationen kennst, die diese Menschen haben oder wo sie drinstecken. Ich danke dir dafür, Herr, dass du die Lösung bist, dass du lebendig bist, dass du die Kraft hast. Ich danke dir dafür, für jeden, der jetzt zuschaut, der hier ist oder der geschrieben hat. Danke, Herr. Amen. Amen. Ich habe festgestellt, Daniel, ich habe keine Krawatte an, wenn ich deine sehe. Aber ich hoffe, es geht ohne. Ihr dürft jetzt aber wirklich Platz nehmen. Muss ich da noch ein Stockwerk höher? Was wäre Feiern ohne Gäste? Ihr seid da. Was wäre Feiern ohne Glückwünsche? Was wäre Feiern ohne Gratulanten? Wer das Missionswerk kennt und Isolde und Daniel weiß, dass sie international vernetzt sind. Sie haben Freunde überall, ich sage gleich ein paar Länder. Wir haben Gäste aus verschiedenen Ländern und sie sind in verschiedenen Ländern unterwegs. Ich nenne ein paar Länder. Unser Gastsprecher ist aus Südafrika, lebt in Florida, ein ausländischer Kontakt. Ihr macht Reisen in Israel, ihr habt Sozialarbeit in Israel. Ihr seid in Indien unterwegs, ihr wart in Südafrika. Logisch, dass da Freundschaften geschmiedet werden, oder? Man lernt jemanden kennen, betet mit ihm, redet mit ihm und spätestens dann klickt es und man spürt, man ist verbunden in Jesus Christus. Und das ist eine ganz gute Basis für Freundschaften. Die können aber nicht alle da sein, die ihr kennengelernt habt und die euch schätzen. Deswegen haben wir jetzt ein paar Videogrüße. Ihr dürft wirklich gespannt sein. Das dauert einen Moment. Ich glaube, ich kann mich dann so lang mal hinsetzen. Mit euch genießen. Bitte. Lieber Herr Müller, liebe Familie Müller und liebe Anwesende, von ganzem Herzen möchte ich Ihnen gratulieren und meine Dankbarkeit für die einzigartige langjährige Freundschaft zwischen Ihnen und der Jerusalem Foundation ausdrücken. Ihr über Jahrzehnte hinweg nicht abnehmender Einsatz für die Kinder Jerusalems ist beispiellos und aus der Geschichte der Stadt nicht wegzudenken. Die Jubiläen, die Sie heute feiern, das 20-jährige Bestehen Ihrer Kathedrale in Karlsruhe, die 40-jährige Dienstzeit und natürlich auch den 60. Geburtstag von Ihnen, Herr Daniel Müller, sind Meilensteine, die große Achtung verdienen. Die gemeinsame Partnerschaft für das Wohlergehen der jungen Jerusalemer Generation liegt uns sehr am Herzen, ganz im Sinne des Gründers der Jerusalem Foundation, dem legendären Bürgermeister von Jerusalem für fast 30 Jahre, Teddy Kollek, bewirken Sie hier in Jerusalem viel Gutes. So Gott will, freuen wir uns auf das Wiedersehen hier in Jerusalem im September dieses Jahres und die Einweihung Ihres 52. Projektes in Freundschaft und Dankbarkeit. Grüße aus Jerusalem. Lieber Daniel, liebe Familie Müller, liebe Freunde, Glückwünsche zu deinem 60. Geburtstag, zu 40 Jahren Dienst und zum 20-jährigen Bestehen der Christuskathedrale. Als Vorsitzender der Jerusalem Foundation schätze ich dich sehr und bin glücklich über die langjährige Freundschaft mit deiner Familie, deinem Vater Siegfried und dir.
of being so devoted. Ich freue mich, dass euch die Freundschaft zu Jerusalem so am Herzen liegt und gratuliere dir zu eurem 52. Projekt, das ihr durchgeführt habt. Ihr wirkt im Sinne des legendären Bürgermeisters Teddy Kollek, um Jerusalem zu fördern und zu einer pluralistischen Stadt zu machen, die jedem offen steht. Ich danke dir nochmals und hoffe, dich bald wiederzusehen. Diesmal im Zentrum von Jerusalem. Liebe Isolde, lieber Daniel, es ist Lydia und mir eine große Freude, hier in Südafrika diese wunderbaren Meilensteine in eurem Leben zu feiern. Und Daniel, natürlich ist dein 60. Geburtstag ein großes, wundervolles Ereignis. Wir wünschen uns, dass Jesaja 60 ganz neu im Fokus deines Lebens und deines Dienstes steht. Inmitten der großen Finsternis in der Welt, steh auf und leuchte, denn dein Licht ist gekommen und die Völker sollen zu deinem Licht strömen und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Mir fällt auch Epheser 3, Vers 20 ein. 3x20 ist auch 60, wo Paulus diese wunderbaren Superlative gebraucht. Er sagt, Gott wünscht sich für dich mehr in Überfluss als all das, was du dir wünschen und vorstellen könntest. Wir lieben dich, dein Leben und deine Zukunft. Shalom aus Israel, aus Jerusalem. Liebe Daniel, zu deinem Geburtstag, 60. Geburtstag, herzlichen Glückwunsch zu deiner Tätigkeit im Missionswerk 40 Jahre und 20 Jahre zu dem großen Segen von der Christuskathedrale in Karlsruhe. Wünsche ich von Israel zu euch, alle von euch, herzlichen Erfolg und große Segen aus Jerusalem, wie in Psalms 122 geschrieben, Segen von Jerusalem. Bitte alle beten für den Frieden in Jerusalem und dann Frieden wird überall stark bleiben. Shalom und alles Gutes. Dankeschön. Lieber Daniel, ich will dich ganz herzlich begrüßen zu deinem 60. Geburtstag, wo unsere Freundschaft von diesen 60 mehr als die halbe Zeit ist. Seit 35 Jahren ist unsere Freundschaft, das wächst und wächst von Jahr zu Jahr. Zu den 40 Jahre Geburtstag des Missionswerks will ich auch ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich auch auf diese Zusammenarbeit so lange. Ich habe auch die Ehre gehabt, vor 20 Jahren zu sein bei der Öffnung von der Kathedrale, dass wir als eine Mannschaft aus Israel kamen, sie zum Einweihen. Ich freue mich, so wie groß sie ist geworden und wie schön sie strahlt heute auf ganz Europa. Bekomme unseren großen Segen von uns aus Israel, alle deine Freunde, Jerusalem, deine größte Freunde, Freundschaft, und den ganzen Missionsvolk und ihre Freunde einen großen Segen aus Israel. Shalom to all my brothers and sisters in Karlsruhe. God bless you and thank you all for coming to the Sea of Galilee and worshiping with us here on the Sea of Galilee for years and years and years. And I want to congratulate you for the 40th anniversary of Missionsvolk and also the 20th anniversary of the cathedral. And Daniel Miller, my good friend, thank you for years and years of cooperation, and happy birthday to you. May the Lord bless you and keep you. May the Lord shine his face upon you and protect you. May the Lord turn his countenance upon you and give you his peace, b'shem Yeshua HaMashiach. Amen. 20 years of Christ Cathedral. 20 Jahre Christuskathedrale, 40 Jahre vollzeitlicher Dienst im Missionswerk und dein 60. Geburtstag. Was für eine denkwürdige Zeit, was für ein Meilenstein in deinem Leben und deinem Dienst. Wir sind sehr gesegnet, weil du und dein Dienst ein solcher Segen für unser Krankenhaus waren. Sei es im Hinblick auf den Computertomographen, unzählige andere technische Geräte und Hilfsmittel und so vieles mehr.
Wir sind sehr gesegnet und es macht uns demütig, dass wir euch unsere Freunde und Unterstützer nennen können. Und darüber hinaus wissen, dass ihr auf jede erdenkliche Weise in unserem Leben seid. Ich danke euch sehr. Lieber Pastor Daniel Müller, wir freuen uns sehr zu hören, dass du am 2. Juni 60 Jahre alt wirst. Nicht nur das, an diesem Tag feierst du zusammen mit deiner lieben Frau Isolde 40 Jahre Vollzeitdienst im Missionswerk. Und es ist der 20. Geburtstag der Christuskathedrale. Im Namen unserer Freunde hier und der Asienmission wollen wir dir zu diesem besonderen Anlass gratulieren. Danke für alles, was du für Hunderte und Tausende unserer Kinder in Kalkutta getan hast. Wir beten für schöne Feierlichkeiten und dass du einen wunderbaren Tag hast. Wir wollen dir noch eine Verheißung aus Gottes Wort mit auf den Weg geben. Psalm 112, Vers 9. Großzügig gibt er dem, der in Not ist. Seine gerechten Taten bleiben unvergessen. Er wird zu großem Ansehen kommen. Gott segne dich. Unsere Gebete begleiten dich. So, jetzt dürft ihr mal richtig einen Applaus geben für die tollen Grüße. Was man spürt, da kommt so viel Wertschätzung und Liebe herüber. Das sind nicht einfach gute Geschäftskontakte, ich glaube, das haben wir gemerkt. Das sind Freundschaften entstanden, tolle Beziehungen. Wertschätzung und Achtung, das ist wirklich spürbar gewesen. Wir feiern 20 Jahre Christuskathedrale, haben wir schon gesagt. Aber die stand ja nicht einfach mal nur da. Da hat jemand die Idee gehabt, da hat jemand die Vision gehabt, da hat jemand die Planung zu tun gehabt, da hat sich jemand um die Umsetzung kümmern müssen. Es war Siegfried Müller. Er hatte die Vision, die in Karlsruhe eine Kirche, das wisst ihr alle, für 2000 Menschen zu bauen. Da ist ein richtiger Applaus angesagt. Vielen Dank. Gott segne dich, Bruder Müller. Aber Daniel hat das ja hautnah alles miterlebt. Wir sind in der Familie hier, ausbaden müssen und so weiter. Probleme lösen müssen. Wir werden noch ein bisschen was davon hören. Daniel, du selbst natürlich bist auch Teil der Vision gewesen. Das ist ja völlig, völlig klar. Dein Vater hat dich begeistern können und ihr habt als Familie ja alle gespürt. Es geht darum, dass Menschen Jesus Christus entdecken und verstehen, wer er ist und sich dann für ihn entscheiden können und gerettet und geheilt werden. Das war so Lebensmotto aus meiner Formulierung von der ganzen Familie Müller. Wir haben gehört, da gibt es schon einen Großvater, Erwin Müller. Also richtig tolle geistliche Tradition. Aber du hast uns, Daniel, einen Clip zusammengestellt. Ich gewöhne mich gerne an die Pausen, die ich machen muss für eure Applause. Also streut die ruhig zahlreich ein. Daniel, du hast uns einen Clip zusammengestellt, der uns ein bisschen Einblick geben lässt in die Zeit von damals, wie die Kathedrale entstanden ist. Das war ja vor über 20 Jahren und dann habt ihr ja auch noch 13 Jahre an der Kathedrale gebaut. Nicht umsonst wirst du irgendwann 60. Ja? Also dann braucht es ja eine gewisse Zeit. Bitte schön, Daniel, komm nach vorne. Wir freuen uns auf deinen Bericht. Ja, danke, Jürgen. Ja, ich könnte den ganzen Tag füllen mit Geschichten, mit Erlebnissen, weil ja, ich habe es hautnah alles miterlebt und auch mitgewirkt. Und ich habe euch ein paar Bilder zusammengestellt, die ich so ganz kurz kommentieren möchte, weil für eine große Sache, großes Ding, ihr habt das Buch oder könnt es auch nachher mitnehmen und da steht alles drin. Ja, 20 Jahre ist die Christuskathedrale fertig. Wir sehen hier die alte Möbelfabrik, die wir 81 gekauft haben, die dann abgerissen wurde. Es war ein riesen Arbeit, riesen Grundstück. Hier waren Architekten, Wettbewerb, 71 Architekten haben Beispiele abgegeben, den hat die Isolde geleitet. Zu den Architekten haben wir uns entschieden. Das ist ein Architektentreffen. Die Ältesten der Gemeinde segnen das Modell. Okay, hier
die Grundsteinlegung 1986 und den Spatenstich, und da waren noch alle Ältesten an Bord. Und hier die Feier auf dem Rasen, nachdem die Fabrik abgerissen war. Wir sehen hier, hier wird angefangen zu bauen. Es war die größte Kirchenbaustelle in dieser Zeit in Europa. Und ihr seht, das sieht viel größer aus, wie wenn er jetzt drin sei. Das ist die Kathedrale, da stand mittendrin der Kran. Und ihr seht hier die komplizierten Schalungen, das ist das untere Foyer, das hier gerade, und das obere Foyer hier ist da, wo ich jetzt eigentlich stehe. So hat das alles da ausgesehen. Es war richtig, richtig harte Maßarbeit und viele, viele Berechnungen. Ihr seht hier, da wurden schon die Löcher für die Stühle gemacht, weil das ist ja die Klimaanlage. Das ist von der Seite her gesehen, also ich habe unzählige Bilder, wollte nur ein paar raussuchen. Ihr seht, es war eine riesen, riesen Baustelle hier, das Buchzentrum von außen, das dann auch mit den Rundungen, alles so spezielle Kleinigkeiten, die aber viel Arbeit gemacht haben, wie auch die Stützen. Ja, da bin ich links mit einem Ältesten von uns. Er hat sich immer angeschaut, wie weit es dann fertig war. Und ja, ihr seht, es wächst immer weiter, das ganze Bauwerk. Und viel, viel Stahl wurde verbaut. Das wurde begonnen, die Kuppel draufzusetzen mit dem großen Autokran. Alles Stahlkonstruktion, das jetzt über uns schwebt. Und das war wirklich alles eine Maßarbeit. Ja, Richtfest 1988 stand der Rohbau vom Zentrum. Danach wurde schnell die Fassade fertig gemacht. Und dann Stück für Stück wurde dann innen ausgebaut. Und 1999 war die Einweihung hier. Eine ganze Woche lang, das sind noch Bilder von der Einweihung, ihr seht noch anders beleuchtet, ansonsten ist es dieselbe Kathedrale, die noch recht gut aussieht, und das sieht sie von innen, von außen aus, und das ist auch das Ehepaar, das wirklich Anteil hat, dass wir heute hier sitzen. Und dass es überhaupt in Existenz kam. Ihr kennt die ganze Geschichte, und ich möchte gerade mal schnell hier rüber gehen. Wir haben draußen für euch 3 Sorten Bücher, die nur heute kostenlos sind. Da ist ein ganzes Buch, das mein Vater geschrieben hat mit all seiner ganzen Geschichte, die wir jetzt nicht erzählen können, weil wir feiern jetzt nicht diese Sache. Aber ihr Lieben, das müsst ihr unbedingt, und nehmt es auch noch für Freunde mit. Heute gibt es das draußen, könnt das kostenlos mitnehmen, und mehrere auch. Genauso auch sein Buch, das er geschrieben hat. Die ganzen Telefonandachten, möchte ich fast sagen, in Mundart, badische Mundart. So wie er leibt und lebt, und das werdet ihr nachher auch, könnt ihr nachher auch mitnehmen, auch so viel ihr möchtet. Das ist eigentlich die Geschichte, wie Isolde und ich sie erlebt haben. Ich möchte ein paar Worte sagen. Ihr Lieben, meine Eltern, wir kennen uns jetzt dann, morgen kennen wir uns 60 Jahre. kommt mal. Ja. Okay. Amen. Ja, gleiche Frisur. Mein Bruder hat dieselbe Frisur. Unser Pastor, unser Neuer, hat dieselbe Frisur. Ellen Blatt hat dieselbe Frisur. Also es seht hier, der Herr hat sich was dabei gedacht. Ich weiß nicht was, aber okay. Ja, es war wirklich für mich vom Kind auf eine Freude, immer auf der Baustelle zu sein, früher. Und während mein Vater die Vision eigentlich in Korea erlebt hat,
habe ich mit meiner Mutter zu Hause die Baufirma verkauft. Meine Mutter hat verkauft, ich habe die Maschinen hergerichtet. Bis mein Vater von Korea wieder zurückkam, haben wir Kran, Beton, Silo und alles Mögliche verkauft gehabt, weil von dem ganzen Bauen wurde ein Reich Gottes bauen. Und ich war immer so hautnah dran, weil mein Vater kannte nichts wie Missionswerk. Ja, und hatte Vor- und Nachteile, aber mehr Vorteile in dem Sinn. Und er war sowas von innovativ und hat solche Visionen gehabt. Und unsere ganze Ältesten, die ihr hier zum Teil noch auf Bild gesehen habt, sind davon, weil sie Angst hatten, wir gehen bankrott. Aber mein Vater hat gesagt, was Gott gesagt hat, das wird sein. Das wird sein. Und in der Einweihung kamen wieder einige und haben gesagt, ja, wir wussten schon immer, dass es so wird. Ja, aber auf der Strecke hätte man sie manchmal auch brauchen können. Aber ich habe sehr viel von meinem Vater gelernt und ab 83 kam meine Frau dazu und wir sind im Hintergrund gewesen und auch zum Teil noch meine zwei anderen Geschwister mit ihren Ehepartnern, wo wir ihn gestützt haben und er war der auf der Bühne und wir haben hinten dran die Sachen gemacht und wir hören gleich noch ein paar Dinge mehr. Aber was mir gefallen hat, es war immer ehrlich, was er gesagt hat und er hat und er hatte immer das Motto, das Beste für den Herrn. Und das ist wirklich, was auch uns Kinder geprägt hat. Und es war wirklich eine Freude, da auch wirklich Dinge mit in Bewegung zu setzen. Und heute sitzen wir in dem, was in Bewegung gesetzt wurde. Und euch zwei und meine Mutter hatte zwar nicht die Vision, aber sie hat mitgefiebert. Sie hat so viel mitgemacht, bis noch vor ein paar Jahren alle Post gelesen und richtig, richtig. Die zwei, die haben wirklich Wunderbares geleistet, wo wir heute genießen können. Halleluja. Ja, und ihr dürft noch mal kurz stehen bleiben. Wir wollen euch einfach Dank sagen und euch ehren für euer Lebenswerk, was ihr gemacht habt die ganzen vielen Jahre. Und ohne euch wäre dieses Haus nicht entstanden und ohne euch wäre die Vision nicht gewesen. Ja, und so möchten wir euch einfach ehren und euch Dank sagen für euer Lebenswerk, wo ihr so viel investiert habt und wo ihr euer ganzes Leben wirklich reingegeben habt und ja, eigentlich, wie Daniel gesagt hat, nichts anderes als das Missionswerk. Und dafür wollen wir euch heute Dank sagen. Ganz herzlichen Dank, Isolde und Daniel. Da spürt man was von Familie, oder? Ob es da einen Familienkrach gegeben hat, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, da ging es heiß her an der Baustelle. Das haben wir gesehen, rein optisch. Mein lieber Mann, da gab es bestimmt auch schwierige Entscheidungen. Wie machen wir weiter? Machen wir weiter? Da sind Fehler gemacht worden. Aber ich weiß auch, ich verrate schon was, dass nachdem der Daniel irgendwann mal einen Fehler entdeckt und ausmerzen konnte auf der Baustelle, Siegfried gesagt hat, Mensch Kerle, Schwäbisch hat er ja geredet, Mensch Kerle, ich merke, du kannst es ja. Ab jetzt leitest du den Bau der Kathedrale weiter. Also ich denke, das war ein ganz entscheidender Moment, auch Daniel für dich. Und hat dich bestimmt glücklich gemacht, das kann ich mir gut vorstellen. Wer in den Medien aktiv ist, so wie das Missionswerk, muss ja immer auch kreativ sein. Vieles kann man mit Worten ausdrücken, mit Sprache, aber es ist fantastisch, wenn man Dinge durch Musik ausdrücken kann, durch Tanz, durch Bewegungen, durch Theaterstücke. Und genau das wird uns jetzt die Jugendgruppe, die Pioneers, das ist die Jugendgruppe hier im Missionswerk, einmal demonstrieren unter der Leitung von Rahel. Ich weiß nicht, wo ihr steckt, aber ihr kommt jetzt auf jeden Fall. Aha, da kommen sie tatsächlich. Schön. Also herzlichen Applaus
für die Pioneers. Gib's mir nachher wieder. Ja, wie ihr wisst, ist heute ein ganz besonderer Tag. Wir feiern 20 Jahre Kathedrale, 60 Jahre Geburtstag und 40 Jahre Dienstjubiläum von Daniel Müller. Ich weiß noch, vor 20 Jahre. Okay, wir üben das nochmal. 40, 60, 20, 4602. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Ich weiß noch, vor 20 Jahren bei der Einweihung, da war ich 14 Jahre alt. Und auch an Teile der Bauzeit davor erinnere ich mich noch. Wir wohnten damals mit unserer Familie, mit unseren Eltern, mit meiner Schwester hier auf dem Gelände. Und an so manchem Abend hat mich mein Vater mitgenommen auf die Baustelle, auf den Rohbau. Und ein Bild ist mir noch ganz besonders im Kopf geblieben. Als wir in den Keller gegangen sind und da waren hier noch keine Stühle drin, alles Rohbau. Und diese ganzen vielen Lichter, die durch diese Lüftungslöcher durchkamen, wo sah aus wie ganz viele Sterne auf dem Boden. Und für mich war das als Kind schon sehr beeindruckend. Und einfach die Größe der Baustelle, da war ich vielleicht so 10 Jahre alt. Ich glaube, damals konnte ich mir noch nicht so gut vorstellen, was mit diesem Gebäude und dieser Baustelle werden wird oder wie es aussehen wird, wenn es mal fertig ist. Aber vor 20 Jahren war dann die Einweihung. Und jetzt ist für mich dieses Gebäude nicht mehr wegzudenken. Es ist ein Zuhause geworden für mich, nicht nur ein Gebäude, in dem ich jeden Sonntag bin. Und sicherlich hatte jeder, der einmal hier war, etwas zu erzählen. Dieses Gebäude wurde einfach gebaut, um Gott zu ehren und um in diesem Gebäude Gott zu ehren. Und sicherlich wurden schon viele in diesen 20 Jahren hier von Gott berührt. Aber wir möchten heute auch jemanden ehren, der seinen 60. Geburtstag feiert und 40 Jahre, über 40 Jahre in dieses Werk investiert hat. Mit vollem Herzen, aller Kraft, vielen unzählbaren Überstunden, vielen aufreibenden Entscheidungen. Für ihn ist es kein Arbeitsplatz, es ist eine Herzenssache, für die er alles gibt. Ich kenne ihn ja schon eine Weile und darf sagen, er ist der tollste Papa, ein Vorbild, Ratgeber, ein guter Zuhörer, sehr handwerklich und technisch talentiert, mehrfacher Opa, der mir sehr viel bedeutet. 40 Jahre im Dienst, eine sehr lange Zeit. Und unglaubliche 60, 90, was macht ihr da? Okay, ich habe sowieso was vergessen, ich komme gleich wieder. Was machst du da? Das sieht doch nicht aus wie 90, das wird 60. Aber ich wurde genauso gebucht wie ihr und jetzt bin ich hier und mache das, wofür ich bestellt wurde. Ja, aber das ist falsch. Nein. Doch. So, jetzt hab ich's. Zu diesem überragenden Jubiläum, 20, 40, 60, möchten wir dir von den Pioneers, von der Jugend, Danke sagen und dir etwas überreichen. Komm bitte nach oben. Danke schön. Danke. Danke. Danke schön. Ja. Wow. Danke.
Sehr schön. Herzlichen Dank für den humorvollen Auftritt. Auch da kommt so viel Liebe und Wertschätzung rüber. Wenn heute Dinge mehrfach gesagt werden, dann verzeihen wir das einfach. 20 Jahre Christuskathedrale, da haben wir jetzt einiges gehört von. Ist jetzt Daniel 60 oder nicht? Das müssen wir mal klarstellen. Es gibt ja unterschiedliche Aussagen. Die einen sagen ja, er feiert heute, und die anderen sagen, er wird noch 60. Also um es klar zu sagen, Daniel Müller ist noch nicht 60 Jahre. Aber er wird morgen 60 Jahre. So, ist das gesprochen. 40 Jahre Dienstjubiläum von Daniel Müller und seinen 60. Geburtstag haben wir genannt. 40 Jahre Jubiläum heißt auch 36 Jahre Isolde. Bitte kommt ihr zweimal zu mir auf die Bühne, damit wir die alten Tage im Schnelldurchlauf mal Revue passieren lassen können. Und dann werden wir mal schauen, wie das mit euch so war. Ich glaube, Liebesgeschichten, bevor die zwei da richtig mithören, Liebesgeschichten hören wir alle gerne, oder? Ich würde gerne den zweimal auf den Zahn fühlen, setzt sie nicht so weit auseinander, als ob die Krach miteinander hätten. Also Liebesgeschichten und dann geht das gar nicht. So, herzlichen Dank, das wird schon besser. Liebesgeschichten sind ja immer spannend. Irgendwann hast du gemerkt, Daniel, du brauchst eine Frau. Ja, eigentlich hat es mein Opa bemerkt. Ja, das ist der Erwin. Und dann kam eine Tante von Isolde und hat gesagt, du, ich habe ein Mädel für dich, eine hübsche, eine nette, die wäre doch was für dich. Was hast du dann gedacht? Ja, ich habe gedacht, genau so stelle ich es mir nicht vor. Ich suche mir das schon selber raus. Aber es ist dann nicht gelungen. Bitte? Ist doch nicht gelungen. Die Oma, die Tante hat recht gehabt. Die hat's geschafft. Ja, die hat dann schon recht gehabt. Ja. Also ich habe dann hab gedacht, ja gut, kann ich ja mal probieren, kann ich ja mal anrufen. Und Isolde hat gerade Staatsexamen gemacht und hat gesagt, ich habe jetzt keine Zeit. Das war dann mal die Dings und glaube zwei Monate musste ich warten, bis ich zum ersten Mal Hallo sagend konnte und sie zu einem Mittagessen eingeladen. Richtig. Das weiß ich. Ihr müsst unbedingt, jetzt habe ich das Buch unten liegen lassen, das letzte Buch, können wir das mal hochhalten? Das müsst ihr unbedingt lesen. Alle Geheimnisse, auf die wir jetzt hier nicht zu sprechen kommen können, leider. Vielen Dank. Dieses Buch müsst ihr lesen. Dazu gibt es ja heute kostenlos. Alle Geheimnisse von Daniel stehen da drin, alle Geheimnisse von Isolde, alle spannenden Geschichten, inklusive Bestechungsversuchen beim Bau der Kathedrale. Hier steht alles drin, Pflichtlektüre. Du hast dann die Isolde doch eingeladen. Isolde hat sich dann auf ein Mittagessen eingelassen, hast um sie geworben. Naja, ob du um sie geworben hast, weiß nicht, ob man das so nennen kann. Du hast dir auf jeden Fall mal alle Anforderungen an so eine Partnerschaft erklärt, was es braucht, was du nicht willst, wie das auszusehen hat. Was hat sie denn dann gesagt? Ja, wir sind 12 Uhr essen gegangen, 4 Uhr saßen wir immer noch vorm Essen und ich habe nur geredet, was sie alles tun muss, was sie erwartet und was das Schlimme ist, was auch die Vorteile sind. Sie hat dann nachher gesagt, ich habe gemeint, du suchst eine Putzfrau. Du hast ihn trotzdem geheiratet. Ja, also was mir am meisten imponiert hat, dass er so ehrlich war. Er hat mir wirklich alles erzählt, was so auf mich zukommt. Ich hatte ja keine Ahnung, konnte es mir auch nicht vorstellen. Mhm. Und er war ausgesprochen ehrlich und das hat mir imponiert. Also hat er weniger um dich geworben, als dass es ein Bewerbungsgespräch gewesen ist. So würde ich da fast sagen. Aber es scheint funktioniert zu haben. So, und ich meine, das ist ja das Ernsthafte und das Tolle ist, ich soll von da an, ihr habt dann geheiratet in dem gleichen Jahr noch, ab der Zeit warst du mit im Team. Kannst du dich erinnern, was so die ersten Aufgaben waren? Du hast ja gemerkt, du heiratest hier, ich darf es mal respektvoll sagen, in einen Clan, also in ein System ein. Da werde ich nie mehr rauskommen, das muss ich mir überlegen, will ich das? Und dann hast du gesagt, ja, ich will das. Erinnerst du dich, wie du dann da eingestiegen bist?
Ja, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Also so die ersten Dinge, erst schaut man mal, was da so alles vor sich geht und was da so alles passiert. Und die erste Dinge, die ich gemacht habe, war der Architektenwettbewerb. Der war ein Jahr später, als wir geheiratet hatten. Das war also schon eine großartige Sache. Da waren 73 oder 74 Arbeiten abgegeben worden. Und das mussten wir alles koordinieren. Und das war ausgestellt in einer riesigen Halle hier in Karlsruhe. Und der ganze Ablauf und die ganze Koordination, das war eins der ersten Dinge, die ich gemacht habe. Und dann kann ich mich auch noch gut an die Nächte erinnern, die wir im Büro saßen und Listen abgehakt haben. Das war die Zeit, wo Daniel das Büro aufgebaut hat, wo er hat programmiert, die ganze Anlage. Und da sind wir oft gesessen und haben Listen abgehakt, und bis das alles auf der Reihe war und die ganzen Programmierungen. Und das waren so die ersten Dinge, an die ich mich erinnern kann. Aber du hast dann ja schnell in die Arbeit hineingefunden, irgendwann selbst gepredigt, irgendwann selbst Fernsehpredigten gehalten, Frauenfrühstück gehalten. Also um das ganz kurz zu machen, deswegen braucht ihr das Buch. Dein Beitrag hier zusammen mit Daniel, das ist undenkbar. Es wäre ohne dich hier im Missionswerk. Und was ich so spüre, und wir treffen uns ja gelegentlich, ihr seid ein fantastisches Team. Aber lass uns nochmal über die Christuskathedrale sprechen. Nochmal, es ist kein Gebäude, ihr habt lange dran gearbeitet. 13 Jahre war die Bauzeit. Was war das für ein Gefühl, als die fertig war? Als die Einweihung war? Was war da an geistlichem Gefühl bei euch? Also das geistliche Gefühl, das war so herrlich, da war ohne Einweihung schon Gegenwart Gottes da. Man ist reingekommen, hat gespürt, das ist Gegenwart Gottes da. Für mich war die Einweihung etwas der Gipfel der letzten Tätigkeiten. Man weiß ja, man hat einen Termin und die Handwerker kommen noch am Abend zuvor und schrauben noch die letzte Schraube rein, so war es auch hier. Und das war sowas von ein Spannungsfeld. Dann hatten wir tolle Redner da und dann haben wir uns Urlaub gegönnt. Und ich stand da oben in der Ostsee an einem Pfeiler und habe nur gebebt, weil dann die Nerven irgendwo abgeladen haben vom ganzen Einweihung. Und wenn du heute so die Kathedrale betrittst, was ja auch sicher wahrscheinlich jeden Tag mal passiert, was bedeutet dir dieses Gotteshaus noch? Also für mich ist das immer noch ein Wunder. Wenn ich hier auch alleine reinkomme, was fast täglich ist, wie du sagst, ist es immer noch ein Wunder, dass das möglich ist, dass das, ich weiß, was heute das Bauen kostet. Wir bauen als Jugendzentrum, das sind ganz andere Dimensionen, wie es heute viel teurer ist, wo ich denke, ich weiß nicht, ob man das nochmal hätte so in der heutigen Zeit in dem Ausmaß tun können. Und ich habe wirklich eine Ehrfurcht davon. Und ab und zu, so alle 2 Wochen, führe ich mal Leute durchs Haus und in alle möglichen Räume, wo ich sage, wow, dann sieht man erst wieder, wie groß das Ganze ist. 40 Jahre bist du jetzt im Dienst. Erinnerst du dich an ein spezielles Berufungserlebnis, Daniel? Also ja, einige, aber es fing eigentlich an mit der Taufe. Da hat mein Großvater eine Vision gehabt, 74, dass ich wirklich da auch berufen bin. Hab dann selber, mein Vater hat in der Pauluskapelle mal drei Abende gemacht, Gebetsabende. Und ich spiele ja, seit ich irgendwie spielen kann, schon Lobpreis, habe auch Lobpreis gemacht, habe dann die Orgel stehen lassen und bin auf die Knie gegangen. Dann habe ich Gott wirklich gehört, wie wenn du jetzt zu mir redest, ich will dich in dieser Kirche gebrauchen. Und da stand die Kirche noch nicht. Mhm. Und so viele Bestätigungen hinterher habe ich auch bekommen. Ja, 2006 bist du ja offiziell der Nachfolger geworden von Siegfried Müller. Aber ich muss mal ganz klar sagen, du hast nicht plötzlich angefangen, hier aktiv zu sein, wie man das von dir hört. Du hast die ganze Zeit schon als Familie, habt ihr parallel miteinander gearbeitet, sodass das ein fließender Übergang war.
du und dein Vater hier in der Christuskathedrale. Das finde ich fantastisch. 40 Jahre im Dienst, wie fühlt sich das an? Kommt die Frisur von den schlaflosen Nächten, wie immer der Zusammenhang dann wäre, oder sind es die Sorgen? Oder? Ja, ich kann es nicht fassen, 40 Jahre, 60. Geburtstag schon gar nicht. Wenn man irgendwo im Kassenhäuschen gefragt wird, sind Sie Rentner? Das kann ich mir gar nicht vorstellen, aber... Aber da gibt es jetzt Seniorenteller im Restaurant. Okay. Das darfst du nicht vergessen dann. Ja, aber die 40 Jahre, ja, praktisch früher bei meinem Opa noch Briefmarken geklebt, also die ganzen Jahre hindurch. Es fühlt sich an, ich war ja erst für die kaufmännische Sache verantwortlich und Stück für Stück in den geistlichen Dienst rein, aber es fühlt sich richtig gut an und irgendwie immer am richtigen Platz. Und ich erwarte da auch noch richtige Steigerung, was Gott noch tun wird. Also ist jetzt nicht eine Feier, wo es jetzt heute irgendwo zu Ende ist. Ja. Gibt es aber trotzdem schlaflose Nächte? Ja, die gab's, da kann man auch sehr viel erzählen. Aber eines der heftigsten Dinge, die mich immer wieder drückt, das ist, wenn Monatsende ist und das Geld für die Gehälter sind noch nicht da. Das ist das, was dann schon mal eine schlaflose Nacht ausmacht, weil wir ja nur von Spenden leben und unsere Mitarbeiter ja auch ihr Gehalt brauchen, ihr Gehalt wollen. Und das ist eigentlich für vieles, wo ich sage, Herr, das ist deine Sache, wenn es da ist, machen wir es, wenn es nicht da ist, aber das Personal ist ständig da, brauchen wir auch. Und das ist das, was die meisten... Wie läuft so eine schlaflose Nacht dann ab? Ja, erstmal ist ein Elefant steht auf einem, wenn man aufwacht. Und dann sieht man alles, was rechnerisch nicht geht. Und dann fange ich gerne an, in neuen Zungen zu beten, leise, dass meine Frau schlafen kann. Und dann wird es leichter. Und irgendwann, 1-2 Stunden, schlafe ich dann wieder ein, da habe ich Frieden. Und dann geht es manchmal so, wenn es dann wirklich zum Überweisen geht, sind 30 Euro mehr drauf auf dem Konto, wie man brauchen. Also so knapp geht es oft her. Fantastisch. Vielen Dank, dass du uns das so ehrlich berichtest, Daniel. Wenn man euer Spektrum an Arbeit anschaut, das sind die Gottesdienste mit Fernsehaufzeichnung, da hat es die Konferenzen, es hat die Gebetsnächte, die ganzen Sozialdienste, die ihr macht. Ihr seid unterwegs mit eurem Bus jetzt die Tage wieder. Das muss ja alles organisiert sein, inhaltlich vorbereitet sein, technisch vorbereitet sein. Wie handelt ihr das, ihr beide? Also du darfst auch gleich, also wir haben ja einen Tag frei und in dem arbeiten wir zu Hause. Also wir versuchen immer noch einen Tag frei zu bekommen, weil man uns vernünftig immer sagt, das ist nicht gesund, wenn man 7 Tage arbeitet, da sind wir dran. Was wir handeln, wie wir es handeln, ist eins nach dem anderen. Und ich muss sagen, eine große Kraft, die erste kommt natürlich von Gott. Aber das zweite ist, dass wir uns total gut verstehen. Wir haben in den, wie viele Jahre Ehe? 36 Jahre Ehe noch nie einen Krach gehabt miteinander. Ja, aber und jetzt wäre ja der Anlass für einen Applaus. Und was toll ist, wenn es richtig hart hergeht und mal über Mitternacht raus zu planen, weil es nächsten Tag fortgeht, dann heißt es nicht von der Isolde, jetzt hör mal auf, und, sondern wo kann ich dir helfen, und wir machen es gemeinsam und es funktioniert. Wo seht ihr, Isolde und Daniel, ihr euch in der Zukunft? Ja, wir wollen auf jeden Fall noch mehr Menschen die Hoffnung von Jesus bringen und weitergeben auf allen Kanälen, die uns zur Verfügung stehen. Und das ist wirklich unser Herz, dass wir den Menschen Jesus bringen, dass sie wieder ein Ziel haben, eine Hoffnung haben. Und es gibt so viel Hoffnungslosigkeit und so viel Elend, was wir ja auch, wenn wir hinausfahren, immer sehen bei den Menschen, die zum Gebet kommen. Mhm. Und das sind sehr viele. Ja.
was da an Not herumgetragen wird. Und das ist uns wirklich ein Herzensanliegen, dass diese Menschen rauskommen aus ihrer Not und ja. Jesus finden oder wieder neue Hoffnung schöpfen oder einfach wieder einen Schritt nach vorne machen, um weiterzugehen mit Jesus. Und das ist auf unserem Herzen und das wollen wir. Ja. Ja, also ich glaube, dass wir eine ganz neue Zeit, dass eine ganz neue Zeit begonnen hat, wo Zeichen und Wunder geschehen. Wir haben in Zofingen dieses Jahr angefangen, das war sowas von erfrischend und ich glaube, das geht noch viel, viel weiter. Wir hatten jetzt die Heilungstage, wo wir auch einiges erlebt haben und ich glaube, Gott hat so viel im Gepäck für uns alle hier und dass wir noch große, große Dinge sehen werden. Und da bin ich richtig gespannt, weil wir leben in den Tagen, wo es in der Bibel heißt, dass Großes geschieht. Vielen Dank, ihr zwei, dass ihr so ehrlich geantwortet habt. Ihr dürft wieder Platz nehmen. Vielen Dank. Das war so richtig für die Seele und genauso geht's weiter. Mit einem Violinstück, ein Gospel-Medley, gespielt von Laura Mock. Die kommt nach vorne. Und am Klavier die Ruth Kielmann. Da freuen wir uns jetzt sehr. Bitteschön. Und ihr genießt es bitte.
So schön kann Violine klingen. Herzlichen Dank, Laura Mock und Ruth Kielmann. Vielen Dank für eure Virtuosität. Schön, ich möchte euch unseren Verkündiger für heute vorstellen. Alan Platt, wir haben schon festgestellt, er ist von seiner lieben Frau Liana begleitet. Sie stammen aus Südafrika und leben jetzt in Florida. Auch das haben wir schon gesagt. Und ihr beide seid mit Isolde und mit Daniel seit über 20 Jahren befreundet. Alan war schon bei vielen Konferenzen hier zum Predigen. Und du, Daniel, wiederum warst schon in Südafrika zum Predigen. Wie hast du da gepredigt? Englisch, Schwäbisch, Englisch? Schwäbisches Englisch, gut. Badisches, ich glaube, wäre korrekter. Hier wollen wir schon auch politisch korrekt bleiben. Alan ist ein ganz großer Stratege und Umsetzer. Er hat selbst eine große Campuskirche aufgebaut, also Kirche mit vielen Standorten. Und er ist als Reformer, als City-Reformer unterwegs. Gibt ein spannendes Buch von ihm auch. Und sein Motto, helfe der Gesellschaft da, wo sie Not hat und lass sie sehen, dass Christen helfen. Wir freuen uns auf die Predigt. Wir sind ganz gespannt. Er wird übersetzt von Ulrike Schweizer. Da freuen wir uns auch natürlich drauf. Und danach wird Alan Platt und Thomas Inhoff, ihr werdet ihn gleich kennenlernen, ihr werdet ihn auch vor allem kennenlernen, wer das noch nicht weiß, er ist der neue Pastor hier im Missionswerk seit Januar dieses Jahres und unterstützt Isolde und Daniel. Und ich glaube, das ist ganz wertvoll. Ihr beide werdet dann für Daniel und für Isolde beten und sie segnen. Alan Platt, wir freuen uns auf dich. Gib ihm einen richtig großen Applaus. Bitte schön. Well, good morning, Missionswerk. Guten Morgen, Missionswerk. It's an honor and a joy for Liana and me to be here on this grand occasion. Es ist wirklich eine Ehre und eine Freude für Liana und mich, hier an diesem großen Ereignis da zu sein. I mean, 20, 40 and 60 years to God. Be the glory. Ich meine 20, 40 und 60 Jahre, Gott sei wirklich alle Ehre. Amen. But I was wondering. Aber ich habe mich gefragt, how do you plan and coordinate 20, 40 and 60 years on the same weekend? Wie kann man am gleichen Wochenende 20, 40 und 60 Jahre planen und koordinieren? I thought that can only happen in Germany. Ich denke, das kann nur in Deutschland passieren. But then I remembered, it's Daniel Miller. Aber dann habe ich mich erinnert, es ist Daniel Müller. Of course it will be organized, 20, 40 and 60. Natürlich wird es organisiert sein, 20, 40 und 60. Such a joy to celebrate this great occasion with you. Es ist so eine Freude, diese großartige Gelegenheit mit euch zu feiern. And tomorrow, Daniel, you will be joining a very exclusive club. Und morgen, Daniel, kommst du in einen sehr exklusiven Club hinein. From tomorrow, you will get senior discounts. Ab morgen bekommst du all das Rabatt. Even on your haircut. Sogar beim Friseur. I do want to remind you, even though that you are turning 60. Und ich möchte dich daran erinnern, that Abraham was 75 when he started dreaming about his future. Dass Abraham 75 Jahre alt war, als er anfing, über seine Zukunft zu träumen. Moses was 80 years when he led the people out of Egypt. Und Mose war 80 Jahre alt, als er das Volk Israel aus Ägypten herausführte. And at 85, Caleb said, "Give me the mountains and Und the giants." Mit 85 sagte Caleb, "Gib mir die Berge, gib mir die Riesen." So congratulations on being a young, mature man right now. So herzlichen Glückwunsch dazu, dass du jetzt ein junger, reifer Mann bist. Forty years in the ministry. 40 Jahre im Dienst. I can honestly say that
I believe that Daniel and Isolde Müller are legends. Und ich kann ganz ehrlich sagen, dass ich wirklich glaube, dass Daniel und Isolde Müller wirkliche Legenden sind. Everywhere I meet people in the world that know them. Überall auf der Welt, wo ich Menschen begegne, die sie kennen. Always respond with a smile and saying that they have appreciation for their lives. Die reagieren da immer mit einem Lächeln und sagen, dass sie wirkliche Wertschätzung für deren Leben haben. Liana and I counted a privilege to know them not only as fellow partners in ministry. Und Liana und ich, wir zählen es wirklich als ein Vorrecht und Privileg, diese beiden nicht nur als Partner im Dienst zu kennen. But we also know them as friends. Sondern wir kennen sie auch als Freunde. We have watched their commitment in ministry. Wir haben sie beobachtet, wie sie hingegeben sind im Dienst. People of great integrity. Menschen von sehr großer Integrität. Just this week I told people I was preaching up in the north in Germany. Und gerade diese Woche habe ich im Norden von Deutschland gepredigt und habe dort den Menschen gesagt. And I said I'm coming here for this celebration. Und ich habe gesagt, ich komme hierher für diese Feier. And immediately there was the smile. Und plötzlich war da dieses Lächeln. And what I've always heard people say, these are good people. Und was ich immer höre, dass die Menschen sagen, das sind echt gute Menschen. They're hard workers. Das sind hart arbeitende Menschen. They are lovers of God and lovers of his church. Und sie lieben Gott und sie lieben seine Gemeinde. But not only in ministry have we journeyed with them. Aber nicht nur im Dienst haben wir eine Reise hinter uns gemeinsam. We've also had the privilege of being in partnership with this ministry all the way from South Africa. Aber wir haben auch das Vorrecht, in Partnerschaft mit diesem Dienst zu sein, von Südafrika her. I thank you for being kingdom-minded people. Und ich danke euch wirklich, dass ihr Menschen seid, die das Königreich in ihrem Herzen haben, in ihrem Verstand. I thank you for being generous people. Danke, dass ihr großzügig seid. This ministry has blessed so many other ministries across the world, spiritually and financially. Dieser Dienst hat so viele andere Dienste in der ganzen Welt gesegnet, geistlich und auch finanziell. And so today I stand here to, on behalf of ministries across the world, say thank you for your 40 years of commitment in ministry. Und ich stehe hier auch für viele, viele andere Dienste in der ganzen Welt, die ihr unterstützt habt, und ich danke euch für 40 Jahre Hingabe und Dienst. But we did not only do partnership in the ministry, we also had holidays together. Aber wir hatten nicht nur Partnerschaft im Dienst, sondern wir haben auch Ferien zusammen verbracht. I got to know them when they don't have their suits and cravat on. Ich habe sie kennengelernt, wenn sie nicht in ihren schicken Anzug und Krawatte rumlaufen. And so here I am today to tell you the truth. Und ich bin hier und ich sage euch heute die Wahrheit. Exactly what you see on the pulpit is what you will see these people are on holiday. Und das, was ihr vorne hier seht auf der Bühne, genauso seht ihr sie auch im Urlaub, genauso sind sie auch da. And they are really fun people to be with. Und die sind echt lustig, mit ihnen zusammen zu sein. Daniel has this incredible sense of humor. Daniel hat so einen unglaublichen Sinn für Humor. You know, this morning when I arrived here, he couldn't find me. Heute Morgen, als ich hier ankam, konnte mich nicht finden. So he phones me. Da hat mich angerufen. And his first words to me are. Und seine ersten Worte waren. Are you in Africa or are you here? Bist du in Afrika oder bist du hier? Say, Daniel. Daniel. You always have a joke. Wir haben immer einen Witz. He takes the ministry serious. Aber nimmt den Dienst wirklich ernst. But he doesn't take himself too serious. Aber sich selbst nimmt nicht zu ernst. Daniel is one of those people that can do everything. Daniel gehört zu den Menschen, die alles tun können. He can play the organ. Er kann Orgel spielen. He can work technik. Der kann die Technik bedienen. About 15 years ago he was in South Africa with us. Vor ungefähr 15 Jahren war er bei uns in Südafrika. And he's working on his phone. Und dann hat an seinem Telefon gearbeitet. I said, Daniel, what are you doing? Und ich sag, Daniel, was machst du da? He says, no, I'm changing the temperature in the cathedral up on the balcony right now. Und gesagt, ich verändere die Temperatur in der Kathedrale oben auf dem Balkon gerade.
So what kind of man can do that? Was für eine Art Mann kann sowas tun? He can preach. Er kann predigen. He can administrate. Er kann verwalten. But the test of the man really came one day. Aber der Test für den Mann kam eines Tages. When I borrowed his car to drive to Munich. Als ich mir sein Auto ausgeliehen habe, um nach München zu fahren. And I came back and I crashed it into a tram here in Karlsruhe. Und ich kam zurück und ich habe das Auto in eine Straßenbahn hineingefahren. I shut down the whole tram system in the city. Und ich habe das ganze Straßenbahnsystem hier in der Stadt lahmgelegt. I thought, well, that is the end of our friendship. Und dann dachte ich mir, das ist das Ende unserer Freundschaft. I came to Daniel, I said, Daniel, I have very bad news. Und ich kam zu Daniel und ich habe gesagt, Daniel, ich habe wirklich schlechte Nachrichten. I crashed your Mercedes-Benz. Ich habe deinen Mercedes gecrashed. He looked at me and he said, oh, I have insurance. Und da hat er mich angeschaut und hat gesagt, ach, ich habe eine gute Versicherung. I said, Daniel, you're going to get the top floor, the penthouse in heaven one day. Und da habe ich gesagt, Daniel, du kriegst die oberste Etage im Penthouse im Himmel eines Tages. Isolde, thank you for being the person you are. Danke, Isolde, dass du die Person bist, die du bist. You've given your life to this dream. Du hast dein Leben für diesen Traum gegeben. You are a pillar of strength. Du bist wirklich eine Säule der Stärke. You are a humble, wise person. Du bist eine demütige, weise Person. And so thank you both for your ministry over 40 years. Und ich danke euch beiden für euren Dienst über 40 Jahre lang. But we also celebrate 20 years. Yes, let's praise God for them. Preis Gott dafür. Today is one of those days where we just can have fun as a family. Heute ist einer der Tage, wo wir als Familie einfach Freude und Spaß haben können. We celebrate the 20 years of this facility. Wir feiern die 20 Jahre dieser Einrichtung hier. A beacon of grace to this community and to this nation. Ein Leuchtturm der Gnade für diese Gemeinschaft oder Gemeinde hier und für diese Nation. I travel many places in the world, but I'm still convinced this is the most beautiful church in the world. Ich reise an ganz viele Orte in dieser Welt und ich bin immer noch überzeugt, dass dies hier der schönste Ort ist. But this is not just a monument, it's a life-giving sanctuary of grace. Denn das ist hier nicht nur einfach ein Gebäude, sondern ein lebensspendendes Gnadenort. As I reflected on this ministry, und als ich über diesen Dienst nachgedacht habe, the scripture in Hebrews chapter 13 verse 7 came to mind. Da kam die Schriftstelle aus Hebräer 13 Vers 7. Remember your leaders who spoke the word of God to you. Denkt an die Leiter eurer Gemeinden, die euch Gottes Botschaft weitersagen. Consider the outcome of their way of life. Vergesst nicht, wie sie Gott bis zu ihrem Lebensende die Treue gehalten haben. And imitate their faith. Und nehmt euch ihren Glauben zum Vorbild. It's very clear that the Bible says leaders have three things. Es ist ganz klar, dass die Bibel sagt, Leiter haben drei Dinge. They have a word worth listening to. Sie haben ein Wort, das es wert ist, gehört zu werden. They have a life worth imitating. Und sie haben ein Leben, das es wert ist, nachgeahmt zu werden. And they have a faith worth following. Und sie haben einen Glauben, der es wert ist, dass man ihm folgt. When I think of this ministry, I think those three things are very clear. Und wenn ich über diesen Dienst nachdenke, dann weiß ich, dass diese drei Dinge sehr klar sind. This ministry has a word worth listening to. Dieser Dienst hat ein Wort, dem das wert ist, gehört zu werden. This ministry has over generations taken the word to this nation. Und dieser Dienst hat über Generationen hinweg das Wort zu den Nationen gebracht. I think about all the outreaches. Ich denke an all diese Einsätze. Just saw that bus out there again this morning. Ich habe heute Morgen wieder diesen Bus da draußen gesehen. Just think about all the books that have been distributed. Denk an all die Bücher, die verteilt wurden. The prayer nights. Die Gebetsnächte. The healing events. Die Heilungsereignisse. The TV programs. Das Fernsehprogramm. If I'm not mistaken, it's 19 programs on 6 different channels. Und wenn ich es richtig erinnere, dann sind es 19 auf 6 verschiedenen Kanälen. The word of God is released through this ministry. Das Wort Gottes wird freigesetzt durch diesen Dienst.
It's so such an inspiration for me to see the whole Müller family here today. Und es ist so eine Inspiration für mich, die ganze Müller-Familie heute zu sehen. Because the one thing I know about this family is, denn was ich über diese Familie weiß, ist, they are not ashamed of the gospel of Jesus Christ. Sie schämen sich nicht des Evangeliums von Jesus Christus. They believe faith comes by hearing. Sie glauben, dass der Glaube vom Hören kommt. And hearing comes by the word of the Lord. Und das Hören kommt vom Wort Gottes. God's word is proclaimed through this ministry. Gottes Wort wird verkündigt und proklamiert durch diesen Dienst. The revelation of us being included in the greatest moment in history. Und die Offenbarung, dass wir mit eingeschlossen sind in den größten Moment der Geschichte. The cross is the greatest moment in history. Das Kreuz ist der größte Augenblick der Geschichte. And this family have always committed to preach Jesus Christ and the cross. Und diese Familie war immer hingegeben, Jesus Christus und das Kreuz zu predigen. Thank you for having a word worth listening to. Danke, dass ihr ein Wort habt, das es wert ist, gehört zu werden. But you have lives worth imitating. Aber ihr habt auch Leben, die es wert sind, nachgeahmt zu werden. You present yourselves as humble servants. Ihr präsentiert euch wirklich als demütige Diener. As people of deep responsibility. Menschen mit tiefer Verantwortung. Of people that do everything with excellence. Menschen, die alles mit ganz besonderer Exzellenz machen. You always have a positive attitude. Und ihr habt immer eine positive Einstellung. Your lives are an inspiration to others. Und euer Leben ist eine Inspiration für andere. You're lovers of God. Ihr liebt Gott. Your life's worth imitating. Und euer Leben ist es wirklich wert, nachgeahmt zu werden. But you're also a ministry that has a faith worth following. Aber ihr habt auch einen Dienst mit einem Glauben, der es wert ist, dass man ihm folgt. You know, when I just watch those pictures of that building that was built. Wenn ich die Bilder sehe von dem Gebäude, wie es errichtet wurde. It just reminded me of the measure of faith that went in to the foundations of this ministry. Dann erinnerte mich das an das Maß an Glauben, das in die Grundlage dieses Dienstes hineinfloss. Believing God for this incredible facility. Gott zu glauben für dieses unglaubliche Werk und dieses Gebäude hier. And trusting God that the money will come in. Und Gott zu vertrauen, dass das Geld hereinkommt. That people will release their finances even in Schwabia. Dass sogar in Schwaben und in Baden die Leute das, die Finanzen freisetzen werden. That is a miracle. Das ist ein Wunder. This ministry has faith for a church. Dieser Dienst hat Glaube für eine Gemeinde. They have faith for a city. Glaube für eine Stadt. Faith for a country. Glaube für ein Land. And faith for nations of the world. Und Glaube für Nationen in der Welt. When you think about faith, you think about trusting God for the future. Und wenn man an Glaube denkt, dann denkt man daran, dass man Gott vertraut für die Zukunft. And I was inspired today to hear Daniel say, we're trusting God for a great future. Und ich wurde wirklich inspiriert von Daniel, der heute gesagt hat, wir vertrauen Gott für eine großartige Zukunft. And he's always said that we are going to bring hope to many people in the future. Und Isolde hat gesagt, wir werden Hoffnung bringen für viele Menschen in Zukunft noch. You know, hope is a picture of the future that is better than the present. Hoffnung ist ein Bild für eine Zukunft, die besser ist als die Gegenwart. When you think about the future, you can live with hope. Wenn du über die Zukunft nachdenkst, dann kannst du mit Hoffnung leben. Because our hope is not based on circumstances, it is based on the knowledge that God is with us.
weil unsere Hoffnung basiert nicht auf unseren Umständen, sondern auf dem Wissen, dass Gott mit uns ist. And God is with this ministry. Und Gott ist mit diesem Dienst. And so God wants to give you a picture in your mind about the future. Und Gott möchte euch in eurem Verstand ein Bild geben über die Zukunft. I pray that today as we celebrate looking back. Und ich bete, dass wenn wir heute feiern und zurückschauen, we will also be inspired to look forward. Wir aber gleichzeitig inspiriert werden, nach vorne zu sehen. What is the picture in your mind about this ministry in the future? Was ist das Bild in deinen Gedanken über diesen Dienst für die Zukunft? Remember, when we think about the future, we think in pictures. Und denk dran, wenn wir über die Zukunft nachdenken, denken wir in Bildern. We actually always think in pictures. Wir denken immer in Bildern. When we arrived here this morning, we got out of the car and there was a dog. Als wir heute Morgen hier ankamen, aus dem Auto ausstiegen, war da ein Hund. And it was an ugly dog. Und er war hässlich. It was a big dog. Ein großer, hässlicher Hund. And the dog wanted to bite me. Und er wollte mich beißen. So I started running. So fing ich an zu rennen. But the dog was chasing me. Und dann ist der Hund mir hinterher. So I jumped onto somebody's car. Dann bin ich zu jemandem ins Auto gesprungen. No, there was no dog. Nein, da war natürlich kein Hund. But listen to what just happened. Aber hör mal zu, was gerade passiert ist. I said there was a dog and you saw a picture of a dog. Ich habe gesagt, da war ein Hund und ihr habt schon ein Bild innerlich gesehen von einem Hund. You did not see the letters H-U-N-D. Ihr habt nicht die Buchstaben gesehen, H-U-N-D. You saw your nice little dog. Sondern ihr habt so einen Hund gesehen. Then I said it's an ugly dog and you knew it was not your dog. Und dann habe ich gesagt, es war ein hässlicher Hund und ihr wusstet sofort, es ist nicht euer Hund. I said it's a big dog and you saw the dog grow. Und ich habe gesagt, ein großer Hund und dann habt ihr schon gesehen, wie der rennt. I said the dog was chasing me. You saw in your mind me running down the street. Und dann habe ich gesagt, dass der Hund mir hinterher ist und dann habt ihr euch das schon vorgestellt, wie der mir hinterher rennt und ich davon laufe. You see, as I was speaking to you, I was changing the pictures of your mind. Und seht ihr, während ich mit euch geredet habe, habe ich die Bilder in euren Gedanken verändert. Here is the principle. Das ist das Prinzip. If you have the wrong source of information, wenn ihr die falsche Quelle der Information habt, you will have the wrong pictures in your mind, dann habt ihr die falschen Bilder in euren Gedanken. And if you have the wrong pictures in your mind, und wenn ihr die falschen Bilder in euren Gedanken you habt, will have the wrong expectation of the future. Dann habt ihr die falsche Erwartung für die Zukunft. That is why we have to hear the voice of the Lord. Deshalb müssen wir die Stimme des Herrn hören. And God wants to speak over this ministry for the future. Und Gott möchte über diesen Dienst sprechen für die Zukunft. So that he will change the pictures in our mind. Dass er die Bilder in unseren Gedanken verändert. So that we can see what God wants us to see. Dass wir das sehen können, was Gott möchte, dass wir sehen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. I'm not going to read. Just going to pray. Right now it's going to be our privilege to pray over Daniel and Isolde. Und es ist jetzt wirklich unser Vorrecht zu beten über Daniel und Isolde. And to bless them not only for the journey that they have had. Und sie nicht nur zu segnen für die Reise, die sie schon gehabt haben. But for the future where they will lead this ministry with faith. Sondern für die Zukunft, wo sie diesen Dienst im Glauben führen werden. So Daniel and Isolde, would you please come up and I'm going to ask the most recent pastor of this jüngste church, Pastor Thomas, hier auch. To also come with us. Stand over here. I'm going to ask you, would you stand? Ich würde euch bitten, aufzustehen. And even as you are watching us online, I'm going to ask you to extend your hand to these people. Und selbst ihr, die ihr uns online zuschaut, bitte streckt eure Hände aus zu diesen Menschen. And I'm going to pray in English and then Pastor Thomas is going to pray in German. Und ich bete in Englisch und dann betet Pastor Thomas in Deutsch. And we're going to bless them. Und wir werden sie segnen. Let's pray together. Lasst uns zusammen beten. Father, we thank you for this privilege of bringing these incredible people before your throne today. Vater, wir danken dir für dieses Vorrecht, diese unglaublichen Menschen vor deinen Thron heute Morgen zu bringen. We thank you for the incredible journey that they have had. Wir danken dir für die wunderbare Reise, die sie hatten. Thank you that they can stand here today with integrity
and with a knowledge that the grace of God is upon their lives. Danke, dass sie heute Morgen mit Integrität stehen können und dem Wissen, dass die Gnade Gottes auf ihrem Leben liegt. We bring them into your hands. Und wir bringen sie in deine Hände. And pray, Lord, that the future would be incredibly glorious. Und wir beten, Herr, dass ihre Zukunft unglaublich herrlich sein wird. Over their lives and over this ministry. Über ihrem Leben und über ihrem Dienst. We bless Missionswerk. Wir segnen sie. We thank you that your hand will be upon this ministry. Und wir danken dir, dass deine Hand auf diesem Dienst liegt. We pray, Lord, that you will come and surprise them. Wir bitten, Herr, dass du kommst und sie überraschst. And that the impact of this ministry will be greater than ever. Und dass der Einfluss dieses Dienstes größer als je zuvor sein wird. We release you into the future. Und wir setzen euch frei in die Zukunft. In the name of the Father, im Namen des Vaters, the Son Jesus Christ, des Sohnes Jesus Christus, and the Holy Spirit, und dem Heiligen Geist. Amen. 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 Und als ich an diesen Tag gedacht habe, da ist mir eine Bibelstelle in den Sinn gekommen, die uns im ersten Buch Mose begegnet, als Isaak floh und er auszog wegen Esau. Und dann hat er ja da in Bethel gewacht oder die Nacht verbracht und diese Himmelsleiter erlebt. Und dieses Ereignis ist uns bekannt und da heißt es dann, als er wieder auch wach wurde, hier ist nichts anderes als das Haus Gottes und dies ist die Pforte des Himmels. Und das ist etwas, das wir ja hier erleben dürfen in diesem Haus. Und wir dürfen auch diesen gesamten Zusammenhang einfach so verstehen, wo Gott einfach Isaak so eine Zusage mitgegeben hat. Gerade wenige Sätze davor sagt er, denn ich will dich nicht verlassen, bis ich vollbracht habe, was ich dir zugesagt habe. Das möchten wir einfach aussprechen und ergreifen und einfach proklamieren über diesem Ort und auch über eurem Leben, dass er nicht euch verlassen wird, bis er vollbracht hat, was er zugesagt hat. Und Herr, wir danken dir für all deine Zusagen, all deine Verheißungen. Herr, und wir proklamieren es auch hier über Isolde und Daniel. Wir danken dir, dass dies ein Ort ist, wo du den Himmel geöffnet hast. Ein Ort, wo wir erleben dürfen, dass du, Herr, einfach mit deiner Herrlichkeit uns heimsuchst, Herr. Danke für deine Gegenwart hier. Danke für all das, was du tust durch das Werk auch an vielen Plätzen. An den Orten, wo wir unterwegs sein dürfen, an den Orten, wo die Botschaft ausgestrahlt wird. Herr, wir danken dir, dass es voller Kraft ist, dein Wort, und dass du es aussendest und dass du es ausrichten wirst, wozu du es gesandt hast. Und das ergreifen wir und wir danken dir für die Ernte, die eingehen wird, in Jesu Namen. Amen. Amen. Segne sie, segne sie. Einen besonderen Blumenstrauß überreichen zu dürfen. Und ja, vielleicht muss man das aus der Nähe betrachten, aber tatsächlich für denjenigen, der so das Bauen liebt, ja. So einige Schleifscheiben sind das und Bürsten, damit hier alles auf Hochglanz bleibt.
Ja, und das Moderne heutzutage ist ja, dass man das an Geräte macht, die keine Kabel mehr haben. Und das sind ja also Geräte, nicht wahr? Vielleicht ist das dann so, dass du das deinen Enkeln beibringen solltest. Denn du musst ja jetzt langsam schon an deine, an das fortgeschrittene Alter denken. Also in diesem Sinn hier die 60 als Warnung und dann also nicht versäumen, die Begabung weiterzugeben. Wir gratulieren dir ganz herzlich. Ja. Danke. Ganz herzlichen Dank, Alan Platt. Danke für die Übersetzung. Es ist so schön, wie Ernsthaftigkeit und Freude und Humor beieinander liegen. Ganz herzlichen Dank für die gute Zeit. Erschreckt nicht, falls so ein Ballon platzen sollte, dann ist noch nichts passiert. Ihr dürft gerne wieder Platz nehmen. Wir sind noch lange nicht fertig mit unserem Programm, denn wir haben noch mehr Glückwünsche. Genießt sie. Sie kommen jetzt hier oben an der Leinwand. Hallo, lieber Daniel. Wir hier, Dirk und Kirstin, gratulieren dir ganz, ganz herzlich zu deinem Geburtstag. Wir wünschen dir heute einen ganz wunderbaren Tag und ein ebensolches Lebensjahr, in dem du wirklich erlebst, wie Gottes Fülle dein Leben bereichert. Lieber Daniel, von mir alles, alles Gute. Du weißt, ich schätze dich, ich liebe dein feines Herz, deine Belehrbarkeit. Seitdem wir zusammen auf Segeltörn waren, da ist so viel Schönes, Freundschaftliches gewachsen und ich bin echt begeistert. Du hast so ein dienendes Herz und deine Liebe zum Detail begeistert mich immer wieder. Wir wünschen dir und Isolde ganz tolle Jahre mit Gott, die vor euch liegen. Liebe Grüße. Ciao, ciao. Ciao. Mein lieber Bruder Daniel, liebe Familie, liebe Mitarbeiter des Missionswerks, es ist mir eine Ehre, euch meine Liebe, meine Glückwünsche, meine Gebete und meinen Segen zu schicken. Mein lieber Bruder Daniel feiert seinen 60. Geburtstag und sein 40-jähriges Dienstjubiläum. Wenn ich an all die Leiter denke, die ich auf der ganzen Welt getroffen habe, Menschen, die Wunderbares bewirkt haben, denke ich immer an meinen Bruder Daniel, an seine Treue dem Herrn gegenüber und daran, wie er das Wort, den Geist und das Reich Gottes in seine Generation hineingetragen hat. Ich ehre dich heute. Ich danke Gott für dein Leben und segne dich. Außerdem feiern wir das 20-jährige Bestehen der Kathedrale des Missionswerks und alles, was der Heilige Geist getan hat. Ich glaube, dass die besten Tage noch vor uns liegen. Ich schicke euch allen heute an diesem schönen Tag des Feierns meinen Segen, meine Liebe und mein Shalom. Gott segne euch. Wir freuen uns, dass wir dir heute gleich dreifach gratulieren dürfen. Die Kathedrale ist ein großartiges Zeugnis dafür, dass Gott nur das Beste verdient. Und wir danken Gott für alles, was in den 20 Jahren in diesem Gebäude passiert ist. Daniel, wir schätzen dich und Isolde sehr und danken Gott für deinen wunderbaren Dienst in diesen 40 Jahren. Es ist unglaublich, dass ein Mann, der so jung aussieht und die Vitalität eines 40-Jährigen besitzt, schon 60 Jahre alt wird. Sei gesegnet und habe eine großartige Zeit des Feierns. Meine Glückwünsche an euch beide. Wir lieben euch. Wir wünschen euch eine wunderbare Feier. Hallo, ich bin Josef Potasnik, der zweite Vorsitzende des New York Board of Rabbis. Es ist wirklich eine Ehre für mich, Pastor Müller als ein Freund nicht nur seiner eigenen christlichen Gemeinde, sondern auch der jüdischen Gemeinde bezeichnen zu können. Gerade in diesen schwierigen Zeiten brauchen wir Freunde. Deshalb möchte ich dir heute zu den vielen Meilensteinen gratulieren. Mazel Tov! Zu den 20-jährigen Bestehen der Christuskathedrale, deinen 40 Jahren im Dienst und deinem 60. Geburtstag, der bedeutet, dass du immer noch ein junger Mensch bist. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Sei gesegnet mit meinem Wunsch, dass du während deiner Lebenszeit die Welt deiner Träume siehst. Ich hoffe, wir werden diese Träume mit dir feiern können. Hallo, hier ist Reinhard Bonnke und ich möchte dir, mein lieber Daniel Müller, ganz herzlich gratulieren zu 3 Jubiläen, 20 Jahre Christuskathedrale. Was für ein Segen und was für ein Geschenk. Vor allen Dingen mit ihm war ja auch
dein Vater verbunden und so weiter und so fort. Die Müller-Familie ist eine gesegnete Familie und soll es auch weiterhin sein. Dann 40 Jahre Missionswerk, noch ein Jubiläum. Wie herrlich. Ich war ja auch damals früher mal damit verbunden und wir sind immer noch von Herzen verbunden. Und dafür danke ich Gott und dafür danke ich euch und dafür gratuliere ich euch. Und zum Schluss das dritte Jubiläum, dein Geburtstag. Der Herr segne dich reichlich, gib dir Kraft, Gesundheit, Gebetsdurchbrüche, Gebetsantworten vom Thron Gottes. Der Herr gab mir ein Wort aus Psalm 91, Vers 10. Der Herr ist meine Zuflucht. Du hast den Höchsten zu deiner Wohnung gesetzt. So begegnet dir kein Unglück und keine Plage nach deinem Zelt. Du und dein Haus sind hinter einer gesegneten Hecke, die Gott gesetzt hat. Der Herr segne euch alle. Ich wäre gerne bei euch, kann es leider nicht. Aber ich danke dem Herrn für euch, meine lieben Freunde. Im Jahr 2005 lud mich Familie Müller ins Missionswerk Karlsruhe ein, hier in die Christuskathedrale, wo ihr gerade sitzt. Das war unsere erste Konferenz in Deutschland und der Startschuss für unsere Arbeit im deutschsprachigen Europa. Ich bin so dankbar für die Gelegenheit, die uns Müllers damals boten. In den letzten 20 Jahren hat Gott in euch und durch euch gewirkt. Und ich bete, dass dies weiterhin ein Ort ist, an dem Menschen Gott und seine nie verändernde Liebe erleben können. Und dir, Daniel, herzlichen Glückwunsch zum 60. Geburtstag. Möge Gott dich weiterhin segnen und auf mächtige Weise gebrauchen. Ja, auch hier kommt wieder so viel Liebe und Freundschaft zum Ausdruck. Fantastisch, wer das sich alles gemeldet hat und dir gratuliert, euch gratuliert. Viele von euch, ihr alle wahrscheinlich, kennt das Missionswerk, vor allem die Fernsehsendungen auf Bibel-TV und anderen Kanälen. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Und ihr kennt den Internetauftritt. Und ganz viel Arbeit, ein ganz großer Teil der Arbeit wird von einem engagierten, ehrenamtlichen Team hier im Hause geleistet. Ich habe keine Ahnung, was da hinter den Kulissen vor sich geht, wie viele Menschen da engagiert und freudig und vor allem auch mit viel, viel Know-how an die Arbeit gehen. Das schätze ich sehr, also alle Hochachtung. Aber um den ganzen Medienauftritt, jawohl. Um den ganzen Medienauftritt, die sozialen Medien, den Printmedien einen gemeinsamen Look zu geben und das alles zu koordinieren und zu produzieren, da braucht es ein professionelles Team im Hintergrund. Und das ist die Agentur David, die wir bereits begrüßt haben. Martin Sass ist der stellvertretende Vorsitzende oder Geschäftsführer, muss ich sagen, und ist für das Projekt Missionswerk Karlsruhe zuständig. Martin, wir sind gespannt auf den Überblick, den du uns geben wirst. Bitte schön. Vielen Dank, Jürgen. Liebe Isolde, lieber Daniel, ich möchte jetzt nicht einfach so in das Thema einsteigen, ohne natürlich jetzt auch die Zeit zu nutzen und den Moment zu nutzen und euch beiden im Namen der Agentur David wirklich ganz, ganz herzlich zu gratulieren. Wir freuen uns wirklich sehr in Hamburg, dass wir mit euch zusammen tätig sein dürfen. Das ist wirklich schön und ich freue mich so, den Gratulanten mich da direkt anschließen zu können, die vielen verschiedenen Gratulationen, die wir hier heute schon gehört haben. Seit 20 Jahren gibt es die Christuskathedrale und ich bin wirklich dankbar, dass so viele Menschen hier an diesem Ort Gott erlebt haben und ihn erfahren haben und dass du, Daniel, dein 40. Dienstjubiläum und dein 60. Geburtstag dann auch noch so perfekt getimt hast, dass das auf einem Wochenende zusammenkommt, das spricht für sich. Da braucht man gar nicht großartig noch was zu sagen. Von uns Vieren, die wir von der Agentur David hierher gekommen sind, aber auch von den zahlreichen Kolleginnen und Kollegen in Hamburg, möchten wir wirklich herzlich gratulieren. Und so als erstes Zeichen davon wird David Wessler jetzt einen Blumenstrauß überreichen.
Ja, wir freuen uns wirklich sehr, zu diesem besonderen Anlass hier sein zu dürfen. Und ich darf das so sagen, uns verbindet von Anfang an viel mehr als nur eine reine Geschäftsbeziehung. Und das finde ich, das ist wirklich etwas Besonderes, was ja auch immer wieder so zum Ausdruck gekommen ist hier heute. Aber wir sind, das habe ich wirklich immer wieder so empfunden, sehr, sehr schnell einfach sehr gute Freunde miteinander geworden. Und das verbindet uns. Und so diese persönliche Ebene in all dem ist wirklich enorm wertvoll. Also das muss ich wirklich so zum Ausdruck bringen. Und eins habe ich übrigens auch gelernt, im Missionswerk gibt es gefühlt jedes Jahr irgendein Jubiläum. Und auch das bringt letztendlich zum Ausdruck, wie viel ihr einfach macht und mit was für einer Bandbreite ihr hier unterwegs seid. Aber diesen Medienaspekt, den möchte ich jetzt nochmal ganz besonders beleuchten. Seit über 50 Jahren ist das Missionswerk nämlich schon auf Sendung. Seit 2004 auch im TV, und zwar immer getreu dem Motto, die beste Nachricht braucht die größte Reichweite. Und jede Woche werden 20 Sendungen auf 6 Fernsehsendern im deutschsprachigen Raum ausgestrahlt. Wirklich eine tolle und beachtliche Leistung. Über den Livestream auf der eigenen Website und auch auf YouTube verfolgen jeden Sonntag ca. 400 Leute den Gottesdienst hier aus der Christuskathedrale. Und bei den eindrücklichen Gebetsnächten, da sind es sogar 1500 Personen, die oftmals nicht nur zuschauen, sondern wirklich auch mitfeiern, mitbeten und Gott live miterleben. Und seit einigen Jahren habt ihr auch einen eigenen YouTube-Kanal. Und über 1,6 Millionen Minuten der guten Botschaft wurden allein auf diesem Wege schon von Menschen angeschaut. 1,6 Millionen Minuten. Ein wirklich beachtlicher Wert, wie ich finde. Und das so als Randbemerkung, also wer diesen YouTube-Kanal bislang noch nicht abonniert hat, heute ist da auf jeden Fall die Gelegenheit zu. Auf YouTube, aber auch über eure Website kann man dann auch durch verschiedene Videoclips einen Einblick in eure lebensverändernde Arbeit und von eurem weltweiten Engagement bekommen. Missionswerk hilft. So wird es genannt. Das ist wirklich sehr eindrucksvoll, was diese großartige soziale Arbeit bewirkt. Und diese berührenden Geschichten können wir auch dort uns anschauen und über Video erfahren, was für eine Veränderung herbeigeführt wird. Ich finde es jedenfalls großartig, mit welcher Treue ihr in diesen verschiedenen Ländern wie Israel und Indien wirklich so als verlässliche Partner tätig seid und wirklich das Leben von Menschen verändert. Sehr gefreut hat uns allen auch die Entwicklung von dem neuen Format mit Jürgen Singde zusammen. Er hat es eingangs schon gesagt, Gebet für dich live, wo euer Herzensanliegen für Menschen zu beten und für Menschen da zu sein und das Eingreifen Gottes auch wirklich zu erwarten, das hat mit diesem Format, wie wir finden, eine wirklich tolle Form gefunden. Und über das Internet erreichen euch dann live und direkt zahlreiche Anliegen von Menschen, für die ihr dann direkt betet. Und die ersten Sendungen, die über eure Website, über Facebook und auch über YouTube verbreitet wurden, die haben uns deutlich gemacht und gezeigt, dass es da wirklich auch einen großen Bedarf gibt. Und viele, viele weitere Anliegen, für viele Anliegen wurde dann auch nach der Sendung gebetet. Erst im letzten Jahr begonnen habt ihr diese sogenannten E-Mails aus Karlsruhe. Und da gibt es bereits 1500 Abonnenten, die ermutigende, aber auch sehr informative E-Mails hier von euch aus dem Missionswerk bekommen. Das sind Hinweise auf kommende Veranstaltungen, aber auch wirklich diese Ermutigung der Woche, die montags per E-Mail rausgeht und die vielen Menschen einen angenehmen Start in die Woche bereiten. Euer Magazin hat bereits 14.000 Abonnenten. Monatlich bekommen 14.000 Personen dieses Magazin mit sämtlichen Infos, auch zu Veranstaltungen, aber auch mit geistlichem Tiefgang in die Briefkästen. Auch da kann man sich sicherlich heute kostenlos so anmelden, wenn man das bislang noch nicht bekommen hat. Und seit etwas über ein Jahr habt ihr die neue Website unter missionswerk.de. Und um auch da so eine Zahl zu nennen, mittlerweile besuchen ca. 12.000 Menschen diese Website pro Monat. 12.000 Menschen pro Monat. Und dort finden sich viele aktuelle Berichte zu euren Hilfsprojekten, aber auch
die ganze enorme Bandbreite von eurem Dienst und von eurem Angebot wird dort sichtbar. In der Mediathek hat man die Möglichkeit, Predigten, sei es als Video, als Audio, als Podcast, sich anzugucken, anzuhören, runterzuladen. Man kann Texte lesen und bekommt viele, viele weitere Informationen zu den Unterwegseinsätzen oder Ähnliches. Und natürlich kann man auch im Online-Shop viele Sachen kaufen. Ihr bietet jedes Jahr mindestens eine Reise nach Israel an, mit bis zu 160 Teilnehmern. Und was ich auch da sehr beachtlich finde, ist so die Zahl, dass inzwischen fast 20.000 Menschen durch euer Angebot der Israel-Reisen nach Israel gekommen sind. Wirklich beachtlich. Auch da gibt es auf der Website viele Berichte zu den anstehenden, über die vergangenen Reisen, aber natürlich auch Informationen zu den anstehenden Reisen. Das so als kurzer Einblick von dem, was unter anderem im Bereich der Medienarbeit gemacht wird von euch. Und liebe Isolde, lieber Daniel, wir alle können vermutlich nur erahnen, welcher hoher persönlicher Einsatz das ist, wenn wir uns so diese ganze Vielfalt vor Augen führen. Aber was ich dabei persönlich einfach immer wieder sehr herausragend finde, ist eure Leidenschaft. Ihr geht mit ganz großer Leidenschaft voran und mit ganz großem Gottvertrauen. Und das kommt immer wieder durch. Und mit diesen Punkten geht ihr mutig voran. Und deswegen kann ich nur nochmals sagen, vielen, vielen Dank euch für diesen Einsatz, für euren Herzschlag. Und wir wünschen euch wirklich Gottes reichen Segen, Weisheit und viel Kraft. Lieber Martin, warte noch einen Moment. Wir sind jetzt ein paar Jahre schon bei euch in der Agentur. Mit David haben wir eine große Freundschaft, weil wir haben so ungefähr die gleiche Entstehungsgeschichte. Sein Vater war auch Pastor und ich weiß noch, mein Vater hat bei seinem Vater den ersten VHS-transportablen Videorekorder gekauft. Ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnte das zurück sind, aber die Familie von David hat das christliche Fernsehen auch vorangetrieben. Und heute sind wir bei dieser Agentur, die lauter Christen haben und die uns wunderbar betreuen. Und er hat schon eine Dauerkarte bei der Deutschen Bahn. Wir sehen uns mindestens einmal im Monat, wenn nicht nächsten Donnerstag schon wieder. Ja, und es ist wirklich wunderbar zusammenzuarbeiten und das, was Sie machen, produzieren für uns, das seht ihr, das ist nicht nur eine Arbeit, sondern das ist auch eine Freundschaft. Und wenn man da kurz mal eine WhatsApp schickt oder so, dann weiß die andere Seite, was jetzt ist. Eine Sache ist, die ist immer schwierig bei euch, ihr drängelt immer, weil die Termine kommen. Da heißt immer, morgen musst du aber das Magazin fertig haben, dann brauchst du das. Und ich bin froh, dass ihr das macht, weil sonst hätten wir die vielen Dinge nicht auf dem Schirm. Sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank. Danke. 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 Euch allen herzlichen Dank und euren Kollegen natürlich genauso. Ja, ihr habt jetzt vieles gehört, was getan wird und ich habe es vorher auch im Interview gesagt, ich bin immer überwältigt, heute sowieso, wo alles oder so vieles aufgezählt wird und ihr Lieben, alles tun wir wirklich aus Spenden und da möchten wir euch Danke sagen. Danke sagen nicht nur die, die da sind, das sind, ihr seid ein Teil, der zum Kern gehört, aber es sind so viele mehr, die jetzt zuschauen und auch von uns per Post oder per unterwegs bedient werden. Und die stützen das ganze Werk, dass wir auch weiter Dinge tun können, wie jetzt auch das Jugendhaus weiterbauen können oder fertig bauen können. Und das Ganze ein richtiges, richtiges Dankeschön. Wir haben euch, wer das möchte, solche Kuverts vorne reingesteckt. Vor euch findet ihr solche Kuverts. Die haben wir neu. Für diejenigen, die sagen, ich möchte einen Dauerauftrag machen oder einmalig abbuchen, da kann man die Seite ausfüllen oder du gibst ein Spendenversprechen
Oder du brauchst eine Spendenbescheinigung. Dann tu dein Geld hier rein und schreib deinen Namen drauf. Die anderen, wo sagen, ich will opfern wie immer, die können es natürlich ganz einfach in den Opferbeutel werfen. Die, die modern opfern möchten, da kommt gleich ein QR-Code, kann man über PayPal oder auch über Scheckkarte machen, was hinten die Esther gleich steht, wer irgendwer per EC-Karte spenden möchte. Und auch unsere Freunde, die zuschauen, ihr habt ja den Spenden-Button, wo alles drauf ist, wie es funktioniert. Wie gesagt, wir sind euch so von Herzen dankbar, dass ihr uns so regelmäßig auch unterstützt, weil wir wissen nicht, was morgen reinkommt. Morgen kommt das, was Gott den Leuten aufs Herz legt, was sie uns geben sollen. Und das ist wirklich, das kann man wirklich Glaubenswerk nennen, weil, wie gesagt, es gibt so viele Dinge, die bezahlt werden müssen, nicht nur die Gehälter, die ganzen Wartungen und alles. Alles allein, um euch eine Hausnummer zu geben, wir zahlen momentan 4.500 € Strom pro Monat. Also und all die Dinge, und da sind wir euch von Herzen, Herzen dankbar. Und nimm jetzt das mal in die Hand, was du heute geben möchtest. Nimm es in die Hand und wir wollen jetzt drüber beten, weil das ist nicht nur eine Sache zum Geben, sondern du sollst auch bekommen. Herr, ich danke dir dafür, dass du jetzt jedes Einzelne siehst, was es auf dem Herzen hat, heute zu geben. Und ich danke dir dafür, dass du jedes segnest, Herr. Danke, Herr, dass du die Gaben segnest, Herr, die gleich in den Opferbeutel geworfen werden. Ich danke dir von Herzen. Amen. Amen. Wir haben noch eine Überraschung. Und zwar haben wir hier dein Akkordeon. Und wir würden dich bitten, dass du dieses Lied mit uns mitspielst. Solange Daniel das macht, habt ihr schon ein Geburtstagsgeschenk für Daniel? Nein? Dann würde ich euch den Tipp geben, spendet einfach etwas für das neue Jugendhaus, beziehungsweise für die Fertigstellung vom Jugendhaus. Ich glaube, das ist ein Geburtstagsgeschenk, wo sich Daniel drüber freut. Also Fertigstellung vom Jugendhaus. Und jetzt freuen wir uns auf euer Lied.
Der Titel von dem Stück war Pfingstschlager-Potpourri. Ich glaube, ihr habt das alle erkannt aus eurer Jugendzeit. Daniel, du wirst noch für das Opfer danken. Darauf freuen wir uns. Danke, Herr, für diese Opfergaben. Danke, Herr, dass du wunderbar, Herr, gelingen geschenkt hast durch Menschen, die du wirklich berufen hast, in diese Arbeit zu investieren. Und ich danke dir dafür, dass du Wunderbares tust bei jedem, der gegeben hat. Und danke, Herr, für das, was diese Mittel wieder bewirken in der Mission. Amen. Amen. Ich möchte noch was Außerprogrammmäßiges sagen. Ich habe mich heute riesig gefreut über euren Beitrag, Rahel. Vielen Dank. Ich war sowas von sprachlos, darum habe ich nichts gesagt. Vielen Dank. Sie schreibt immer so wunderbare Theaterstücke. Sie kann das so richtig, richtig gut. Und dann ist ein Wunsch von mir von heute in Erfüllung gegangen. Und zwar, ich habe mir vorgenommen, wenn ich heute gefragt werde, was würdest du dir wünschen, dann hätte ich gesagt, ich wünschte mir, dass die Deborah mal wieder am Schlagzeug sitzt. Und das war heute der Fall. Über viele Jahre hat die keinen Stock mehr in der Hand gehabt und kommt jetzt und spielt da, wie wenn sie noch nie was anderes gemacht hat. Herzlichen Dank euch zwei. Vielen Dank. Ja, das schönste Fest geht zu Ende. Und ich glaube, ich darf allen Danke sagen, die im Hintergrund geholfen haben. Fantastisch, war alles super gut vorbereitet. Ich möchte mich verabschieden auch bei unseren Zuschauern im Livestream, bei den Zuschauern am Telefon. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Und wir feiern jetzt weiter. Auf Wiedersehen euch, eine gesegnete Woche. Und ihr habt das Vorrecht, eine ganze Menge guter Ankündigungen. Für euch gibt es noch gute Überraschungen. Ich freue mich und ihr hoffentlich mit auf ein Mittagessen, auf ein gutes Mittagessen. Das findet nachher statt. Kaffee, Kuchen, alles, was dazugehört. Und ich glaube, es ist richtig schönes Wetter draußen. Also ihr müsst nicht alle euch im Haus rumdrücken, wobei das ja nicht klein ist. Aber genießt auch draußen die Sonne. Ich glaube, es hat Bänke draußen, Tische, wo ihr euch wirklich niederlassen könnt. Genießt das Mittagessen. Dann, teilweise haben wir die Dinge schon gesagt, das Buchcenter, wo ihr Bücher erwerben könnt, hat eine halbe Stunde lang geöffnet. Aber unabhängig davon liegen ja draußen auf dem Tisch drei verschiedene Bücher, die ihr mitnehmen könnt, die ihr kostenfrei mitnehmen könnt, die ihr auch in größerer Stückzahl mitnehmen könnt für Freunde und Bekannte. Eben die zwei Bücher von Siegfried Müller und das Buch von Isolde und Daniel, wo spannende Geschichten, geheimnisvolle Geschichten zu lesen sind. Also bedient euch da. Dann haben wir das Missionswerk, am 7. Juli das indische Sommerfest mit den Leitungsleuten auch der indischen Mission. Also es gibt auch wieder eine ganz gute Geschichte, immer das Missionswerk kann feiern, die wissen, wie feiern geht. Dann vergesst nicht, wer das schon vorhin gehört hat und gedacht hat, oh, das möchte ich noch machen, die Israel-Reise im September. Es hat Prospekte draußen, die sind nicht so wichtig, die Prospekte, meldet euch einfach an und bucht die Reise. Das ist das Wichtige an der Geschichte. Die müssen jeweils ganz spannend sein und Israel ist ein hochaktuelles, fantastisches Land. Dann ist für heute fertig geworden das neue Kids-Paradies oder Kids-Paradise im Untergeschoss. Ihr müsst es angucken, farbenfroh, bunt, da haben wir es. Also eine richtige Landschaft. Das wird dann natürlich bevölkert sein mit vielen, vielen Kindern. Schaut euch das an, bevor die ersten Kratzer an der Wand sind. Thank you.
Wer jetzt gedacht hat, da waren so viele Müllers dazu gange, wer die ganze Familie gerne einmal auf einem Fleck, sagt man, an einem Ort zusammen sehen möchte, der zücke sein Handy nachher, wir haben dann einen Fotografen auch, und die ganze Familie wird sich hier aufstellen, damit sie sich richtig gut von euch verabschieden kann, oder ihr von euch, die sind ja nachher noch da, die feiern mit, die essen mit, die lachen mit, die unterschreiben euch die Bücher, aber so ein Moment, wo ihr sie alle schnappen könnt, daher kommt das Wort Schnappschuss, also nutzt die Gelegenheit hier nachher, um euch da zu verabschieden. Schön. Daniel, darf ich dich bitten, einen Abschlusssegen zu sprechen? Und dann dürft ihr zum Mittagessen gehen, nach dem Foto. Daniel, bitteschön. Ja, und ein recht herzliches Dankeschön dir, Jürgen. Danke für deine Moderation. Danke für Freundschaft und das wunderbare Miteinander. Herr, ich danke dir, dass wir ein wunderbares Fest feiern dürfen. Danke, dass du uns jetzt auch eine gute Zeit oben schenkst, Herr. Danke, dass du die Mahlzeit segnest, Herr, auch die Gespräche segnest. Herr, ich danke dir dafür, Herr. Danke, Herr, dass das wieder ein Etappenziel ist, Herr, wo es weitergeht zum Nächsten. Und ich danke dir, Herr, lass uns wirklich heute wirklich voller Dank, Herr, für das, was du getan hast. Herr, wo du Menschen gebrauchen konntest. Herr, ich danke dir dafür. Lass das wirklich wachsen, weitergehen. Ich danke dir dafür. Und dass auch ein jeder, der dieses Haus betritt, Herr, wirklich deine Herrlichkeit verspürt. Danke, Herr. Und der Friede Gottes, welcher höher ist in all unserer Vernunft, der bewahre eure Herzen, Sinne und Gedanken in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Und jetzt nicht auf Wiedersehen, sondern alle, die Müller-Familie dazugehören, kommt mal nach vorne. Wir stellen uns auf. Ihr könnt auch knipsen, fotografieren. Und wer fertig ist, kann gerne raus, kann hochgehen. Oben gibt es Essen. Und wir werden nach dem Essen, vor dem Kaffee und Kuchen, werden wir oben noch ein kleines Programm haben. Also, dann bis gleich.